Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir befinden uns hier gerade auf unserer alten Hauptstadt, Hauptinsel sozusagen, bauen hier gerade den Skyline Tower. Da fehlt noch ein bisschen Stahlbeton, aber der wird wahrscheinlich in diesem Part dann fertig werden. Und was ich jetzt mal machen wollte, ist, dass ich die Spielzeugproduktion angehe. Ist ehrlicherweise auch schon das zweite Mal, dass wir versuchen, diese Runde zu starten. True, ja. Woran mag das nur liegen? Ja, das fragt man sich. Ich habe eben gerade unbedarft, wie ich bin, unschuldigerweise versucht, hier ein paar Häuserblocks auf Crown Falls umzusetzen. So um die, ja, weiß nicht, 3000 Häuser dürften es gewesen sein, aber. Ja, aber Also, es war jedenfalls zu viel. es gibt ja jetzt dieses super Multi-Move-Tool, was an sich natürlich total nice ist, um halt irgendwie ganze Gebäudegruppen sozusagen zu versetzen. Aber guess what? Das Spiel findet es gar nicht so mega, wenn man damit halt so abstrus große Mengen an Gebäuden verlegen will. Ja, ich finde das völlig unverständlich, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, warum das Spiel das irgendwie so sehr ablehnt. Aber also jedenfalls haben wir dann irgendwie 1,5 Minuten gewartet und dann nochmal 1,5 Minuten gewartet und es passierte nichts. Und dann haben wir irgendwann gesagt, fuck it, das bringt uns hier nicht weiter. Haben dann das So Spiel ist es. halbiert und haben den Kram halt nochmal irgendwie gestartet. Genau so ist es. Das war, wie gesagt, eine etwas merkwürdige Erfahrung, muss ich sagen, aber. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich werde mehr Filz Willst du benötigen. uns zuschauen? Ja, da musst du deine Filzbauer nochmal filzen, dann kriegen die vielleicht das hin, auch nochmal ein bisschen mehr davon herzustellen. Genau, das ist nämlich der Plan. Ich werde hier einfach mal meine Filzfabriken ein bisschen umstrukturieren. Gucken, ob das dann ausreicht. Ach, eigentlich kann ich hier auch mal Steinstraßen nehmen, dann geht das hier alles ein bisschen zügiger. Weißt du, also sie hätten ruhig sowas wie Straßenbahnen oder sowas einbauen können in das Spiel, finde ich. Ja, Also. Straßenbahn wären eigentlich ganz lustig, ne? Vor allem durch die Elektrizität. Ja, und naja, ich dachte jetzt auch daran, dass du halt dann irgendwie mit den Straßenbahnen halt auch irgendwie halt Waren, Öl meinetwegen transportieren kannst. Ja. Das wäre der echte Burner gewesen, du. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Alpaka-Wolle haben wir jetzt wahrscheinlich. Oh ne, wir haben sogar genug Alpaka-Wollen-Produktion. Lustig. Die guten Alpakas. Das ist ja eigentlich ganz fein. Ich dachte nämlich, dass ich jetzt Probleme habe hier mit der Filzproduktion, aber anscheinend nicht. Und ich sollte jetzt auch eine stabile. Okay, wir haben anscheinend im Moment noch keine Überproduktion. Dann müssen wir jetzt mal gerade ganz schnell gucken. Zwischenprodukte Filz haben wir eine leichte Überproduktion jetzt. Brauchen auf jeden Fall aber ein bisschen mehr Überproduktion, wenn wir hier Spielzeug noch herstellen wollen, denke ich. Das heißt, wir bauen mal noch eine Filzerei. Vielleicht bauen wir dann sogar, wenn ich mir das so anschaue, hier hinten dann ein Lagerhaus hin, weil dann können die ganzen Filzereien ihr Zeug hier hochfahren. So, und jetzt brauchen wir dann wahrscheinlich doch noch auch noch mal eine zusätzliche Alpaka-Farm. Es freest schon wieder. Was tust du? Nichts. Und da sind wir wieder zurück. Uns ist gerade einmal kurz das Spiel abgeschmiert. Entschuldigt uns, wir sind wieder da. Oder was heißt entschuldigt uns? Entschuldigt das, trifft es vielleicht besser. Vielleicht ein Überbleibsel meiner Move-Aktion, die irgendwie, naja, aber den Arbeitsspeicher noch ein bisschen überfüllt hinterlassen hat oder so, man weiß es nicht. Eine Produktion. Sowas in der Art. Aber jetzt geht es weiter. Beziehungsweise kannst du endlich anfangen, vielleicht eher, wa? Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall hier einmal kurz noch etwas mehr Alpaka-Wolle anbauen. Und ich habe jetzt schon mal irgendwie hier Vorbereitungen getroffen, dass ich jetzt ein erstes Kraftwerk mal platziert habe, zumindest. Also Filz haben wir jetzt eine stabile Überproduktion und Alpaka-Wolle haben wir noch eine leichte Unterproduktion. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal eine. Machen wir das mal so. Mein Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mein Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ist dein Schiff auch von der Überfahrt zurückgekehrt? Ja, ist doch schön, ist doch super.
So, passt das jetzt mit der Produktion von Alpaka-Wolle? Ja, sollte passen. Perfekt, dann können wir jetzt eine Route aufsetzen. Dum, 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 dum. Route einrichten. Handelsroute. Wir schiffen ganz viel Filz mit dir von Manola. Wir schiffen ganz viel, ja, das geht mir auch immer so, wenn ich Bier trinke. Nehmen wir alles, was wir an Filz übrig haben. Dun, 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 dun. Wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Bin ich blind oder was? Zwischenprodukte, da Filz. Ja, genau, machen wir einmal komplett. Schiffen wir rüber auf die Insel. Bist du blind? Das fragt man sich dann. So. Wenn man deine Haarschnittentscheidungen der letzten Jahre so anguckt, dann muss man sich das wirklich fragen. Deine Haarschnittentscheidung? Wieso? Nein, deine. Ach. Ob du blind bist, muss man sich deswegen fragen. Ah. Eine. War der klägliche Versuch eines Disses, aber du hast es nicht mehr verstanden. Nee, also. Hat jetzt bei mir nicht so gefruchtet, finde ich. Bedauerlich. Ich werde das bei Wassergelegenheit nochmal versuchen. Zelluloid brauchen wir auch. Stimmt. Das heißt, wir müssen Filz und Zelluloid rüber schaffen. Ja, nee, komm, wir machen eine neue Route. Ich werde mich sonst eh dafür hassen, wenn ich das durcheinander mixe. Das heißt, wir nehmen hier auch alles, was wir an Zelluloid über haben. Ich weiß gar nicht, ob das Zelluloid ist, das richtige. Heißt das Zelluloid schon, ne? Ja, 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 klar. Zelluloid. Und schicken auch das hier runter. Sag das bitte nie wieder. Zelluloid. Ja. Na, tut ja weh, tut das doch. So, wollen wir dann vielleicht auch nochmal eine zweite Zelluloid-Produktion starten, I guess. Wo haben wir denn Zelluloid? Da sind Filmrollen. Da ist Zelluloid. Kampfer, Baumwolle und Ethanol. Machen wir das so. Ja, das kriegen wir auch hier nur noch einmal dran. Das hilft alles nix. Dann brauchen wir bestimmt noch mehr Kampferbäume. Die kann ich, glaube ich, echt noch viel enger stellen, ne? Also bei dir ist das ein bisschen ungünstig, weil ehrlicherweise. Weil ich das halt hier zu sehr am Rand gebaut habe. Machen wir das mal so. Machen wir dich, machen wir. Mal dahin und dann kopieren wir uns das noch einmal. Machen wir so. Dum, 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 dum. Und dann die Botschaft erreicht Isambards Königreich, was auch immer das heißen soll. Kulturelle Errungenschaft. Hast du eine Ahnung, was der Dichter damit sagen will? Nö. Absolut nicht. Passt das oder brauchen wir noch mehr Kampfer? Kampfer, Kampfer, haben wir genug? Gut. Was brauchen wir noch? Ethanol, ne? Oh. Produktion, Zwischenbericht, Ethanol haben wir genug. Das ist sehr gut. Und was war das letzte, was wir noch brauchen für Chemie? Baumwolle. Okay, Baumwolle haben wir nicht genug. Hatten wir nicht irgendwelche Zusatzitems, die uns Baumwolle liefern? Oder das baue ich jetzt einfach nur irgendwo Baumwollfelder hin, just for the lols? Ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwo was ausgerüstet habe, dass wir Baumwolle noch als Abfallprodukt bekommen.
Aber was war das? Was war es? Hier haben wir einen Feras drin. Hier kriegen wir Ethanol aus unseren Brauereien raus. Hier, Mrs. Brown, die Landwirtin. Die liefert zusätzlich Baumwolle. Wenn wir so eine nochmal bekommen würden, wäre halt super. Dann könnten wir die hier unten ausrüsten. Okay, okay, was ich hier gemacht habe, ist schon mal Blödsinn. Kommando zurück. Schauen wir doch mal. Mrs. Brown suchen wir. Und wir können auf jeden Fall hier auch nochmal Bücher mitnehmen. Jetzt kaufe ich hier alles, nur nicht Mrs. Brown. Super. Das war eine legendäre Trulla. Trulla? Was ist das mit für einer Ausdrucksweise? Ah, da wäre noch ein Feras gewesen, den hätte ich noch mitnehmen können. Das ist immer gut. Trulala, wo ist sie denn, Mrs. Brown? Komm schon. Da ist die Kaffeesören, die nicht. Hier ist nochmal ein Feras, den nehmen wir mit. Bohnenmalerin, nee. Na komm. Wenn ich zwischendurch anhalte, dann ist das irgendwie nur immer ein kurzer Brain-Lag, um einmal kurz den... Da... Ach nee, das ist für Holzfällerhütten Baumwolle, aber ist auch super, nehme ich auch mit. Ist auch super. Miss Rodriguez. Sehr gut, dann holen wir uns daraus nochmal Baumwolle raus. Aber achte mal drauf, ob du die überall ausrüsten kannst oder ob das irgendwie nur für Holz für deine neuen Welt zählt oder so ein Kram. Perfekt. Ja, ich glaube, wenn ich das in der neuen Welt getauscht habe, dann wird es auch hier gelten. Achso, ja, wenn du es nur für die neue Welt brauchst, dann ist das natürlich kein Ding. Genau. Ich habe gerade auch nochmal einen Haufen Items bekommen, die ich hier rüber verschifft habe, die ich schon wieder völlig vergessen habe. Das ist super. Da können wir jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen optimieren. Die haben wir anscheinend im letzten Part hier hochgeholt. Das ist einmal der Kollege, der uns zusätzlich Kautschuk aus Köhlereien gibt. Das ist halt schon ganz cool. Ein Feras hatten wir noch bekommen. Genau, hier die Schneidemaschine und so. Das ist auch total super. Dann können wir nämlich hier unten, wo wir unser Holz herstellen, können wir mal gucken. Da ist schon eine Miss Rodriguez sogar drin. Sehr gut, hier auch schon. Aber hier können wir jetzt auf jeden Fall noch die Vincent-Sägemaschine ausrüsten. Und dann können wir hier unten ruhig nochmal eine bauen. Und hier machen wir dann noch ein teutonisch-technisches und die... Achso, die Miss Rodriguez, die wir jetzt gerade hier hochfahren lassen, genau. Was ist das hier? Baumwollwebereien haben wir hier auch. Warum das denn? Ich hole die mal für den Moment hier runter, einfach nur, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen, dass mich das nicht irritiert, dass die hier daneben stehen. Genau, hier kommt dann gleich noch die Miss Rodriguez ran. Dich können wir wieder in die alte Welt verschicken. Tschüss! So, und jetzt sollten wir unsere Bedürfnisse, was Baumstämme angeht, auch mehr als gedeckt haben. Yep. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch nochmal ein Sägewerk hinstellen, theoretisch. Weil wir, glaube ich, auch nicht noch mehr Sägewerke brauchen hier. Deine Chance für das ist schon okay. Sache einzustehen. Abschlussaufgabe will ich jetzt gerade mal nicht machen. Ohne dich sind wir besser dran. Genau, und das ist nochmal für Baumschulen, theoretisch. Ja, praktisch. Ist doch super. Hier ist ein Luftschiff. Hier können wir noch ein Fähre... Ah, nee, das sind hier alles...
Chemiefabriken, die von Feras nicht betroffen werden, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja, genau. Das lohnt nicht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Mhm, schön. Hier ist gerade was in die Luft geflogen. I love it. Aber vielleicht mal noch eine Feuerwache daneben stellen. Ist ja kein Problem. Ach, hier steht auch noch eine Feuerwache. Na gut. So. Und Farben und Lacke brauchen wir dann auch natürlich nochmal. Davon brauchen wir dann auch auf jeden Fall mehr. Das heißt, wir müssen unsere Chemiefabrik hier einmal noch zusätzlich duplizieren. Für Chemiefabrike gab es ja auch... Da könnten wir auf jeden Fall noch eine Handelskammer bauen. Hier. Bauen wir da mal eine Handelskammer und dann bauen wir hier noch eine Handelskammer. Und dann nehmen wir die Chemiefabriken und schieben darüber. So, Chemiefabrik. Haben wir hier schon ein Buch drin? Alle Chemiefabriken Produktivität erhöht. Aber da möchte ich mal gerade gucken, ob wir da noch mehr Items für haben. Und dafür begeben wir uns wieder ins Forschungsinstitut. Oder auch nicht. Halten Sie sich besser die Ohren zu. So. Chemiefabrik. Oh, den Salvador können wir da auch noch ausrüsten. Das ist schon mal super. Aber das ist ja jetzt nicht Chemie. Alle Chemiefabrik. Ups, habe ich aus Versehen einen Screenshot gesaved. Ja, das ist echt nur das Buch. Okay. Das hilft nicht so richtig. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich nochmal an so ein Buch drankomme. Wir wenden uns hier, können tagsüber einladen und bei Nacht verschwinden. Manufaktur Cognac, da kriegt man dann auch Ethanol raus. Aber ich glaube, das habe ich da sogar schon ausgerüstet. Okay. Das brauchen wir nicht. Shampoo und Souvenirs brauchen wir nicht. Ist okay, das war ein blaues Buch auf jeden Fall. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Das war ganz cool. Das können wir nochmal bei den Baumschulen ausrüsten. Alle Chemiefabriken. Das war so ein dicker blauer Wälzer. Der hier. Alle Chemiefabriken und Hacienda Düngerwerk. Nehmen wir mit. Nehmen wir nochmal ein Baumschulen-Item mit, oder? Endlich sind wir im Besitz dieses Kuriosums. Endlich. Ach komm, nehmen wir das einfach nochmal mit und dann ist gut. Gut, schippern wir mit dir mal in die alte Welt nach Schnappes. Was ja jetzt eigentlich gar nicht mehr nur Schnappes ist, sondern das ist ja jetzt eigentlich Schnappes und... Ach... Ich hab's natürlich auf die falsche Insel geschickt. Stopp. Du sollst nicht nach Schnappes, sondern du sollst nach Winery. So, weil wir hier Cognac. Winery and Toys. So. Perfekt. Und das ist noch eine Mehrzweckfabrik für Schreibmaschinen. Die kann auch ruhig da bleiben. Das ist schon okay. Wenn ich jetzt hier noch eine ausrüsten würde, das hilft nicht so richtig. So schon.
Okay, dann bauen wir hier unten noch ein Lagerhaus. Ist das das Buch, was wir hier auch schon ausgerüstet haben? Haben wir, ja, genau. Gut. Was treibst du denn eigentlich gerade? Du baust weiter Manola aus, oder was? Nix Manola, Crownfalls. Crownfalls aus. CC. Erfolgreich? Geht es voran, oder wird nach wie vor noch alles geplant? Ich habe hier noch kein einziges Haus gebaut. Ich bin immer noch dabei, hier irgendwie zumindest grob das Schienennetz einzupflegen, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass mich das fürchterlich beißen kommt, wenn ich das nicht im Vorhinein mache. Okay. So, dich hier. Hier haben wir schon alle Baumschulen-Items drauf. Hier oben hatten wir noch Baumschulen. Okay, erstmal können wir hier das eine Lagerhaus auf jeden Fall noch ausbauen. Ach, wir haben hier oben auch noch Holzfäller. Warte mal, die könnte ich doch dann platt machen, oder? Falls wir nochmal Baumschulen brauchen. Weil eigentlich gehe ich davon aus, haben wir immer noch genug Bäume. Ja, haben wir. Ihr seid voll ausgerüstet, ihr seid voll ausgerüstet. Okay, super. Theoretisch könnte ich hier bei einem zumindest nochmal... Nehmen wir vielleicht das hier nochmal raus und machen stattdessen hier nochmal was bist du eigentlich, was seid ihr eigentlich für Baumschulen? Hier nochmal Kokosöl, ja okay, dann hilft das ja noch nicht mal. So, wir sind wieder da, das ist uns gerade das Spiel nochmal abgeschmiert. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Wir hoffen mal, dass das jetzt kein längerfristiges Problem ist, weil das ist schon durchaus nervig. Ja, in der Tat. Also wir sind uns auch nicht ganz sicher, woran es liegt. Also ich habe immer noch den dumpfen Verdacht, dass es hier irgendwie mit meinen Bauarbeiten in Crown Falls zusammenhängt, was halt natürlich sehr unschön wäre, wenn das der Fall wäre, aber ich weiß es halt nicht sicher. Absolut, Also ich meine, was dafür sprechen würde, ist halt die Tatsache, dass ich halt sowohl beim ersten als auch beim zweiten Absturz, den wir jetzt hatten, jeweils gerade irgendwie, glaube ich, ein Kraftwerk platziert habe. Aber naja, also... Ja, komischer Grund. Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir, da könnte ich eigentlich gerade mal nochmal ein Buch ausrüsten. Man muss auch dazu sagen, dass wir, Geht der Satz noch weiter? Ja, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Man muss auch dazu sagen, dass wir, Machst du das eigentlich auf Vorträgen in der Arbeit dann auch so, dass du dann da irgendwie komplett den Faden verlierst und dann... Ja, schon. Dass wir heute ein Update hatten und es kann durchaus sein, dass dass die Spielabstürze damit zusammenhängen. Oder anders, es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass die Probleme damit zusammenhängen. Ja, wir müssen mal abwarten, glaube ich, hilft nichts. So. Schauen wir nochmal in die alte Welt. Wir müssten jetzt eigentlich hier Spielzeug produzieren. Tun wir in der Tat auch. Wundervoll. Dann kann ich ja eine neue Route aufsetzen und Spielzeug jetzt auch transportieren. Und zwar mit einem kleinen Handelsschiff. Nehmen wir die süße Harmonie. Da fühle ich mich eh angesprochen. So, Spielzeug. Zack. Einmal dahin, einmal ausladen, nicht einladen, ausladen. Investoren schätzen zwar die Früchte meiner und Arbeit, ich glaube, ja doch, für den Moment machen wir das mal komplett durch, weil wir haben ja hier noch gar keine Wolkenkratzer stehen. So, diese Route ist jetzt allerdings eine Route für die alte Welt. Das sind alles Interkontinentalrouten, das hat alles seine Richtigkeit. Ach, das war auch so gut, dass ich hier mal ein bisschen Ordnung reingebracht habe. Unfassbar. Du meinst, dass du deine Routen mal irgendwie in Gruppen aufgeteilt hast, oder wie? Mhm, genau das. Mhm. Genau das hier, das Ethanolbuch, das haben wir ja hier schon drin, das brauchen wir also nicht nochmal. Das große Buch des Ethanols. Hier können wir gleich nochmal ein Baumschul-Item reinsetzen. Und wir brauchen tatsächlich gerade mehr Bretter hier. Holen wir uns vielleicht nochmal eine Ladung.
Nee, ist doch schön. So, was können wir denn hier ausbauen? Hier können wir auf jeden Fall ausbauen. Ein Haufen Handwerker. Ja, machen wir das doch. Ich weiß gar nicht, wie ich, beziehungsweise ich weiß, wie ich drauf komme, aber warum ich das erzähle, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich habe gerade eine wissenschaftliche Arbeit eines befreundeten Doktoranden korrigiert, also eine englische. Und solltet ihr jemals irgendwie in die Situation kommen, dass ihr irgendwelche englischen Texte verfassen müsst und ihr wisst nicht so richtig irgendwie, ob eure Grammatik soweit in Ordnung ist, Kommasetzung, so ein Gedöns halt, dann kann ich euch wärmstens empfehlen, jagt das Ganze mal durch Grammarly durch. Ziemlich coole Website, kann man sich kostenlos einen Account erstellen. Wir sind übrigens nicht gesponsert von denen, just so you know. Oh, what? Warum kriege ich denn gerade keinen Kaffee mehr? Nee, wir sind gesponsert von niemandem, ehrlicherweise. Sad. Außer, ja, niemand will unsere Aufmerksamkeit hier kaufen. Nein, aber also wie gesagt, falls ihr irgendwie mal Probleme habt, euch nicht sicher seid, ob eure Kommasetzung oder so ein Gedöns halt irgendwie im Englisch korrekt sind und ja, ihr das mal gegenchecken wollt und ihr habt vielleicht gerade keinen zur Hand, der da sicher genug ist, dem ihr da vertraut, dann wie gesagt, jagt den ganzen Kram mal durch Grammarly durch. Ist eine super Website für so einen Kram. Hab ich nur gerade wieder gemerkt. Und wollte euch das mal anempfohlen haben. Das ist total guter Hinweis, das stimmt. Was auch total gut wäre, wäre, wenn hier Kaffee ankommt. Auf einmal, das ist echt so lustig, man hat irgendeine Route geändert und auf einmal hat man Kaffeeprobleme und man weiß nicht warum. Das ist echt super. Also hier bei den Gelehrten müsste man auch eigentlich erwarten, dass in dem Moment, wo man aufhört, den Kaffee zu liefern, die Produktivität von Forschungspunkten auf Null geht, oder? Ja, stimmt. Gefällt mir. So. Okay, Tiere erforschen wir gerade nicht, aber wir haben Museumssachen. Da waren wir doch dabei zu erforschen, ne? Jawohl. Bronzezeit machen wir jetzt voll. Naja, noch nicht ganz voll. Uns fehlen noch ein, zwei Items. Was bist du? Erbstück des Goldenen Reichs. Haben wir Goldenes Reich voll gemacht? Goldenes Reich haben wir voll gemacht. Hafenaktivität plus 20%. Das ist ganz cool. Jedes Mal, wenn ein passiver Handel am Konto stattfindet, besteht die Möglichkeit, 5 Tonnen Goldbarren oder Schmuck zu erhalten. Ich kenne die. Okay. Die sind ganz nett. Das Geld, das gefällt, ja. Und also Hafenaktivität plus 20% ist halt auch super, ne? Weil. Ach, um Himmels Willen, jetzt geht das wieder nicht. Das ist doch alles zum Heulen. Ach, wir können hier tatsächlich sogar noch Verladekais bauen. Okay. Dann I don't want to live on this planet anymore. Aha, wie mache ich das denn jetzt? Das ist doch doof. Eigentlich wollte ich ja auch noch mal gucken, dass ich hier vielleicht irgendwo mal so ein fesches Holzlayout irgendwie starte. Okay, hier meinst fehlen Zitrusfrüchte. Warum fehlen hier Zitrusfrüchte? Das gefällt mir nicht. Liegt es daran, dass auf Manola... Moment, erst gucke ich mir an, welches Schiff hier rübergesetzt hat. Das sollte ja wahrscheinlich das Schiff mit den Büchern sein, jawohl. Zack. Dann kannst du gerne schon mal zu unserer Hauptinsel fahren. So, und jetzt können wir hier ausrüsten, das Buch für die Chemiefabriken. Die jetzt nämlich plus 50% Produktivität haben, das ist super. Alle Baumschulen der neuen Welt und Industrie, warte mal. Moment, bleib nochmal hier. Ich habe hier Bücher rüber geschafft, die ich hier gar nicht brauche. Super. Okay, du bist vollzählig, alle Baumschulen, Konfitüre, Zitrusfrüchte, Kirschbaumholz und Weinberg. Das ist Kirschbaumholz, das heißt, das passt hier auch hin. Das ist für alle Baumschulen allgemein. Was seid ihr nochmal? Harz. Das heißt, hier kann ich aber nochmal ruhig alle Baumschulen draufsetzen. Boah, also hier auf der Insel würde ich wirklich gerne ein bisschen weiter rauszoomen können. Das ist echt ein bisschen räudig so. Haben wir aber nicht. Super. Das ist das Zuckerbuch, das haben wir hier schon. Ja, okay, gut. Ja, deswegen, also ich dachte halt auch... Ja, aber weiter rauszoomen als so geht auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was übersehen, dass das irgendwie anders... Also, dass es noch eine andere Tastenkombination dafür gibt, aber...
Zitrusfrüchte könnten wir eigentlich noch mal ruhig mitnehmen. Dann fahren wir damit mal... Ach Gott, wie hieß die Insel denn, die wir hier haben? Arcte Jaguar, den nennen wir aber anders. Arcte Citrus. So. Oh Junge. Ja, was denn? Wer kennt es nicht, den großen Bogen von Citrus? Ich kenne den nicht zum Beispiel, aber wer bin ich schon? Okay, wir brauchen mehr Harz. Ist das wahr? Ist das wahr? Es ist... Harz? Es müssen einfach mehr Leute harzen, ohne geht es nicht. Eigentlich haben wir genug Harz. Eigentlich haben wir von allem genug, bis auf Ethanol. Ethanol bräuchten wir eigentlich noch mehr, was jetzt ein bisschen unschön ist, weil Ethanol können wir hier gar nicht herstellen. Ah. Und mehr Trauben brauchen wir auch, okay. Na gut, dann... Also Trauben ist nicht das Problem. Oh Junge, das wird ja hier noch ein riesen Ding. Trauben ist nicht das Problem. Wir haben volles Lager Harz und der hat sich gerade beschwert, dass wir... Achso, vielleicht sollten wir das hier auch nochmal ein bisschen ausbauen, aber dafür fehlen uns Bretter, ich erinnere mich. Das hatte ich vorhin schon berichtet. Hier haben wir noch einen Monitor, der nichts tut. Ja gut, dann nehmen wir hier einfach mal fleißig Bretter mit. Fenster und ruhig einmal Stahlbeton. Ja, und unseren Skyline Tower, wo ich vorhin so groß getönt habe, dass wir den ja dann jetzt ausbauen können. Da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass wir 75 Wolkenkratzer Stufe 5 brauchen, wo ich mich gerade ganz ehrlich frage, wo zum Geier ich die herbekommen soll. Vor allem, weil die richten halt auch wirklich nur in dem Fokus hier aus. Was ist hier das Problem? Hier ist das Problem, dass wir kein Kaugummi kriegen, weil uns hier noch ein Rathaus fehlt. Wir könnten natürlich hier einfach nochmal ein Rathaus bauen. Warte mal, was ist denn, wenn wir dich nehmen? Okay, das funktioniert nicht. Was ist denn, wenn wir dich nehmen und hier rüber bauen? Und was ist denn, wenn wir dich nehmen und hier rüber bauen? Und dann können wir doch hier nochmal ein bisschen sinnvoller ein Rathaus hinpflanzen, oder? Ja. Dafür muss ich hier nur natürlich wieder ein bisschen umrüsten. Was ein bisschen doof ist. Aber das ist dann so. Okay, das funktioniert hinten und vorne nicht, wie ich mir das überlegt habe. Fuck! Was funktioniert denn nicht so, wie du es dir vorgenommen hast? Was denn? Das Verlegen von Schienen natürlich. Ja, Schienen kann man nicht verlegen, das ist Nein. Sag mal. Ich will die Schienen nicht verlegen, ich will sie verlegen. Du willst die Schienen nicht verlegen, du willst sie verlegen? Ja, ich will Schienen verlegen, ich will sie nicht verlegen. Ach so. Logisch. Das war doch jetzt klar, oder nicht? Perfekt, hier ist noch ein Frachtschiff. Dann gucken wir mal, ob wir uns noch mal ein paar... noch mal einen ganzen Satz an Items für die Hochhäuser hier oben holen können. Unser Kaffeeproblem ist aber immer noch nicht so richtig gedeckt.
Michaela, die Bergbauingenieurin. Alle Minen und Steinbrüche minus 100% Arbeitskräfte. Ja, von mir aus. Also Lieferdienst Blauer Engel wäre super. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was unsere Zitrusfrüchtproblematik ist, weil hier ist, es kommt gerade ein Schiff mit 3 Zitrusfrüchten an. Das sind definitiv zu wenig Zitrusfrüchte für meinen Geschmack. Wir wissen ja, Java liebt seine Zitrusfrüchte, der hat da einen guten Geschmack für. Ich vermute einfach mal. Okay, wir haben einen Verbrauch von 27 und wir haben hier eine Produktion von 17. Wir brauchen also mehr Zitrusfrüchte und das ist insofern ein bisschen problematisch, als dass ich hier auf der Insel eigentlich gar keine Bevölkerung habe. Aber im Zweifelsfall müssen wir das dann jetzt ändern, es hilft nichts. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal kurz anfangen, hier so eine ganz kleine Bevölkerung aus dem Boden zu stampfen, damit wir ein bisschen mehr Bauernarbeitskräfte kriegen. So, dann machen wir hier einen Marktplatz hin. Okay, ich bin halt jetzt hier wirklich leid. Ich ziehe das jetzt hier ein bisschen organisierter von vornherein auf. Bedeutet aber, dass ich hier jetzt auch echt nochmal viele Straßen platt machen muss. Was haben Sie getan? Also nochmal von vorne. Okay, perfekt. Wir haben hier noch ein Schiff rumliegen. Dann lad ihr mal bitte schnell ein paar Bretter ein. Danke sehr. Schipper hier mal runter. So, Fischöl. Da ist das sinnvoll. Oh nein, verarsch mich nicht. Okay, wir machen das anders. Wir räumen die Depots mal eben darüber. Damit wir hier Platz für Fischöl haben. Gibt es irgendwelche Items für die Arktis-Gasförderstätten? Uff, keine Ahnung. So, Fischöl. Ne, das eine Buch, das kann doch, glaube ich, sogar. Das Schiff brauchen wir hier nicht. Das kann ruhig wieder hier hoch. So eine Kirche können wir hier noch eben schnell dazu stellen. Das ist kein Problem. Dann kopieren wir uns den Kram hier einmal. Zack. Stellen den hier unten nochmal hin. Jawohl. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? Ich bin ehrlicherweise nicht bereit zum Totentanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Endlich sind wir im Besitz dieses Kuriosums. Marktplatz, dann brauchen wir eine Küche. Sind also wahrscheinlich 2 Küchen und 2 Bananen. Setz dich lieber in den Schatten. Falls wir nochmal mehr Fischöl brauchen, gucke ich mal, dass ich hier schon mal ein bisschen Weg noch anlege. So. Nochmal Banane. Nochmal Fischöl. Wie war das bei der Produktion? 1 zu 1 alles? 30 Sekunden, 30 Sekunden? Jawohl, alles 1 zu 1. Perfekt. So, einmal hier alles ausbauen und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Alpaka-Wolle und Ponchos. Rums. Alpaka-Wolle. 1, 2, 3.
Machen wir anders. Machen wir so. Das war auch 1:1, ne? Jawohl. Dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus hin. So. Und jetzt sollten hier unsere Bedürfnisse gedeckt werden, sobald hier die Bananen eintreffen. Ja, beeinflusst Arktis Gasförderstätte. Produktivität plus 40%. Unverwüstliche Gaspumpe gäbe es theoretisch. Aber da kostet mich hier wieder irgendwie 50 von diesem blöden Arktis-Schrott, weil also das kann ich noch nicht bauen. Im Labor. Andererseits, also... Kann ich sowas wie ein Feras auch in ein Quartier packen oder geht das wieder nicht? Das weiß ich nicht. Nee, hier ausgerüstet Handelskammer. Ich kann nicht. Ich habe es als Kind schon einmal probiert, aber dieser Essig, Igitt. Mit Zitrone ist es viel frischer. Was haben wir bekommen? Irgendein Rezept. So, Arbeitskräfte sollten zulegen. Okay, hier fehlt noch eine Weide. Das ist vollkommen richtig. Da habe ich nicht drauf geachtet. So. Können wir auch ruhig noch mal eine machen. Attraktiver geworden. Ja, und jetzt sollten wir hier hoffentlich unser Zitrusfrüchte-Problem zumindest ein bisschen bekämpft haben. Ist doch fein. Haben wir genug Versorgung hier gerade? Ja, Überversorgung von allem, sehr gut. Theoretisch wollt ihr wahrscheinlich auch noch Rum haben, aber Rum gibt's jetzt halt nicht, mein Gott. Lebt damit. Dann sollten wir damit auch... Ich habe übrigens beschlossen, dass ich also im Vorhinein einfach unmöglich wissen kann, wo die einzelnen Kraftwerke hinter sitzen müssen, weil ich einfach nicht absehen kann, wie viel Reichweitenbonus du bekommst. Genau, richtig. Und deswegen ist es eigentlich Schwachsinn. Ich glaube, ich werde einfach damit leben müssen, dass ich dann halt einfach im großen Stil zwischendurch halt irgendwie Straßenzüge platt machen muss. Also ich mache das wirklich ungern, aber ich glaube im Moment ist es einfach Schwachsinn, hier irgendwas vorplanen zu wollen. Also das geht und schon. Und da sind wir wieder. Ja, wir müssen irgendwie dieses Problem des crashenden Annos müssen wir irgendwie nochmal investigieren. Investigieren? Macht das Sinn? Nein. Da müssen wir uns nochmal reinarbeiten und gucken, woran es liegt, weil für den Moment sehe ich nicht so wirklich, was wir hier sinnvoll machen können. So. Nee, ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen ratlos, weil also es nervt schon ein klitzekleines bisschen, dass wir nicht halt irgendwie 20 Minuten am Stück spielen können, ohne dass das Spiel zwischendurch sagt, nö! Ja, und vor allem halt auch so ohne nachvollziehbare Gründe. Hallo, darf ich das Schiff bitte kaufen? Danke. Ja, wie gesagt, ich habe schon irgendwie so ein bisschen Sorge, dass das mit dem Kram zu tun hat, den ich hier irgendwie mache. Also vielleicht hat er auch ein Problem mit den ganzen Blaupausen. Vielleicht kommt er nicht damit klar, dass ich das alles irgendwie im Blaupausenmodus hier stehen habe. Sollte eigentlich alles kein Problem sein. Sollte, ist richtig, aber... Sollte, hätte, Fahrradkette. Genau. Ist schon richtig, aber... So. Die ganzen Straßen gerade wieder auf, die ich eben mühevoll abgerissen habe. Also irgendwann muss ich mich ja mal entscheiden, Mensch. Ja, du hast es ja gerade, ich weiß gar nicht, wie ich das dann hinterher cutten kann. Das muss ich nochmal schauen. Du hattest ja gerade angesetzt zu deinen Erläuterungen, dass du es jetzt doch so machst, wie ich es dir von Anfang an gesagt habe. Nee, ganz so mache ich das nicht. Nein, aber dass du jetzt, dass es gerade noch keinen Sinn macht, komplett zu planen, wo welche Kraftwerke hinkommen, sondern dass du das halt dann im Nachhinein nachrüsten musst und ja,
Genau, das auf jeden Fall. Ich habe nur jetzt halt also Folgendes getan, also für den Moment halt. Ich habe eine Haupttrasse an ja, Bahnschienen im Prinzip halt verlegt, die dann hinterher die wichtigsten Kraftwerke dann irgendwie mit Dings versorgen wird. Ja. Und gleichzeitig gucke ich halt, dass ich jetzt auch ein bisschen auf Arktis-Gas setze, weil das macht natürlich die Versorgung von Kraftwerken viel einfacher. Das stimmt, ja. Wobei ich nicht weiß, ob die Arktis dir so viel Gas gibt, dass du damit komplett Manola versorgen kannst. Nein, ich werde natürlich auf beides setzen müssen, das ist überhaupt keine Frage, aber es geht halt darum, dass ich zumindest halt, also ganz im Norden zum Beispiel, weißt du? Also der ja, Teil, ja, der am weitesten von der Küste weg ist. Ich muss ein elendslanges Gleis dahin legen, damit ich da irgendwie halt ankomme. Da schredder ich mir halt dermaßen viele Häuser weg. Ja, oder ich setze da oben halt ein Arktis-Gas-Ding hin. Ja, das macht's auf jeden Fall einfacher, das stimmt. Und da wäre natürlich das mit dem Arktis-Gas schon sehr luxuriös. Ich muss nur halt gucken, also ich habe im Moment das Problem, ich nutze ja schon Arktis-Gas auf meiner bisherigen Hauptinsel. Also das Kraftwerk in meinem Hauptindustriedistrikt gewissermaßen ist halt durch Arktis-Gas befeuert. Ich habe nur das eine, aber ich weiß halt nicht, also wenn ich halt auf einer Insel nur Arktis-Gas produziere und das dann sozusagen auf zwei Inseln verteilen muss, wie stelle ich dann sicher, dass auf der einen Insel genau so viel ankommt, dass es halt reicht, um das eine Kraftwerk auf meiner Hauptinsel am Laufen zu halten, aber dafür halt der Löwenanteil nach Crown Falls wandert, um hier vielleicht irgendwie zwei Kraftwerke versorgen zu können. Da bin ich momentan ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, du kannst einen Mindestbestand setzen oder... Nee, wobei, das hilft nicht. Ja, du kannst halt praktisch einfach weniger da ausladen, ne? Ja, ich könnte halt einfach die Menge runterschrauben, die er mitnimmt, auf das, was halt gebraucht wird. Das Problem ist nur so ein bisschen, da würde mir jetzt, also man kann sich nirgendwo die Überfahrtzeit, also die Zeit, die irgendwie ein Schiff braucht, um halt von A nach B anzukommen, anzeigen lassen, oder? Ja, nee, das geht nicht. Das habe ich mich auch schon, da habe ich mich auch schon drüber geärgert. So, jetzt habe ich Frieden mit Hugo Messier wieder geschlossen. Das ist ja auch eigentlich ganz schön. Hier können wir noch unsere Belohnung für die Weltmeisterschaft. Oh, das war aber nicht so positiv diesmal. Schade. Selig. Ja, wir haben gerade nochmal einen Haufen neue Items eingekauft und schaffen die jetzt gerade hier hoch. Unser Zitrusfrüchte-Problem sollten wir gelegt haben. Ja, selig, sagst du? Ja. Bitte fange nicht schon wieder an zu singen. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder singen. Ich habe zwei dumme Eingedanke. Schön. So. Dann machen wir mal eben noch Bronzezeit hier voll. Gucken, ob uns das was bringt. Beziehungsweise, ja, da fehlt uns noch eins. Okay. Wir haben eine neue Palaststufe erreicht. Das ist auch super. Unser Palast ist zwar kaum noch ausbaubar. Achso, es ist auch nur eine neue Stufe. Wir haben keine neuen Module bekommen. Ja, genau. Wir wollten hier nochmal nach Hochhäuser-Items suchen. Endlich sind wir im Besitz dieses Kuriosums. Das war total wichtig. Und zwar suchen wir wieder den Typen mit der Pfeife, den Lieferdienst und die blaue Zofe, die uns einfach Wartungskosten, die uns mehr Zufriedenheit und zusätzliche Einwohner gibt. Ist das denn überhaupt so gut? Bin mir bei der ja echt unsicher. Ich meine, wir haben genug dabei, insofern ist es schon okay, wir nehmen die einfach nochmal mit. Ja, aber mehr Einwohner ist ja mehr Bevölkerungsdichte und das ist doch eigentlich immer gut, oder sehe ich das falsch? Ja, schon, ja, klar. Aber es gibt ja auch noch andere Items, die Einwohner boosten. Ich bin halt so irritiert, weil sie nur in Anführungsstrichen ein blaues Item ist. Hier ist noch naja, mal. Das heißt dann einfach, dass halt also die Menge an Einwohnern und Zufriedenheit oder Peng, was du da halt kriegst, nicht so krass wäre, wie wenn es ein lilanes Item wäre, aber das ist ja jetzt erstmal nicht. Ja. Deswegen zwangsweise jetzt irgendwie ein schlechtes Item. Nee, ein schlechtes Item ist es, glaube ich, auch nicht. Die Frage ist halt, gibt es vielleicht noch bessere Items? Also es gibt ja diesen Mr. Garrick oder was. Der ist halt auch ganz gut. Das ist alles Quatsch. Wo ist der Typ mit der Pfeife? Was bist du? Alle Tierhöfe liefern zusätzlich Rindfleisch. Aha. Warum da ist er, das Mr. Garrick. Genau, der gibt halt Zusatzeinkommen. Den wollen wir auf jeden Fall haben.
Das ist schon mal ganz schön, dass ich hier jetzt fündig geworden bin mit allem, was ich eigentlich so groß gesucht habe. Ah, komm. Beeinflusst Grand Hotel. Zufriedenheit, Brandgefahr, Bedürfnisse, Malus. Das Grand Hotel. Das Grand Hotel, jawohl. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob es Sinn macht, vielleicht nochmal Items zu nutzen, die die Luftschiffe verbessern. Du meinst irgendwie schnellere Flug? Was die zum Beispiel angeht. Ja, das kannst du natürlich machen, nur das Problem ist, dann wird ja das blöde Luftschiff abgeschossen und dann... Ja, meine Luftschiffe werden mir ja nicht mehr abgeschossen, also von was denn? Wir haben meine ja, Luftschiffe werden nicht abgeschossen. Ja, wir haben ja okay. kaum noch Gegner, die uns abschießen könnten, also... Clubhausreichweite verbessern... Zusätzliche Hochräder aus Dampfwagenfabriken, ist auch ganz lustig, aber jetzt irgendwie auch nicht so der Hammer. Tja. Das ist irgendwie alles nicht so der Hit. Wenn ich noch ein Feras, okay, wir nehmen einfach nochmal Mr. Garrick mit, das ist auf jeden Fall gut. Wartungskosten minus 10%, Portier blauer Himmel, ist eigentlich auch ganz cool, ne? Das sorgt zwar dann nicht für höhere Einnahmen. Naja, es ist halt das, also es ist halt das Konter-Item sozusagen zu dem Lieferdienst blauer Himmel, ne? Ja, genau, oder der Zofe. Die Zofe Blauer Himmel erhöht ja die Wartungskosten auch nochmal um 15%. Hier habe ich sie auch direkt daneben nochmal. Ja, du kannst halt realistischerweise nur 3 Items ausrüsten. Ich würde mal sagen, dass der Lieferdienst Blauer Himmel als gesetzt angesehen werden kann, weil der natürlich mit seiner Bedürfnisversorgung da oder was der brachte schon irgendwie ziemlich geil ist. Ja, und dann ist halt die Frage, also ich glaube, der Mr. Garrick als legendäres Item ist halt auch super gut, weil du halt dadurch auch die Versorgung für Taschenuhren und Schmuck noch gedeckt bekommst. Das ist halt auch sehr angenehm. Ja. Okay, hier haben wir noch einen Feras. Und dann ist halt die Frage, nimmt man dann die Zofe mit? Die erhöht nochmal die Wartungskosten, sorgt aber für bessere Einnahmen, sorgt für mehr Einwohner, oder nimmt man die verringerten Wartungskosten mit auf Kosten weniger Einwohner sozusagen? Ja, das ist völlig richtig, dass man sich das dann fragt, aber also ich würde sagen, unter dem Strich gibt sich das wahrscheinlich am Ende wirklich nicht viel, oder? Weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt aufgrund dieser ganzen Abbrüche und so gestückelt wahrscheinlich irgendwie annähernd bei einer Stunde Laufzeit. Haben wir es geschafft, irgendwie das mal über die Bühne zu bringen, ja? Ja. Wir versuchen mal, ob wir im nächsten Part hier weiterspielen können ohne Probleme, aber irgendwie gerade scheint der Wurm drin zu sein. Für heute war es das aber mit Anno 1800. Aufgrund genau, der Wolkenkratzer-Problematik habe ich es leider nicht geschafft, den Skyline Tower auszubauen. Vielleicht schaffen wir das ja dann im nächsten Part. Genau. Man hofft es. Bis dahin, passt auf euch auf und danke fürs Einschalten. Macht's gut, auf Wiedersehen.